Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Deluxe von. Nee, auf der. Von der Team Chaos Deluxe auf der NF Marsch. Danke, hör mal, direkt mal richtig schön. Was wollte er eigentlich sagen? So ist es. Der Flo ist mit dabei, die Astros mit dabei, der Mike, der Holger, der Mann, der Micha, der Paul und der Toledo. Ein wunderschön. Hallo. 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 So. Wo wir schon verkackt haben, machen wir hoffentlich jetzt mal ein bisschen was richtig. Den wunderbaren Rapide brauchen wir, ne? Muss da ein Vorgewinn noch dran fahren. Das war aber synchron, Micha, oder? Geil. Ja, den Rapide, mit, bitte. Silimitte, 2,6 Meter, ne? Wir brauchen genau. Ja nicht den. Ja. Na! Mensch. So, warte, schwarz hier vorne hin. Ach, geht nur hinten, ja klar, vorne nicht. So, passt. 102.000 Euro, zack. Das haben wir. Und wir haben Geld. Liebe Leute, falls ihr euch wundert, warum haben die da oben fast eine Million stehen gehabt? Wir haben diese ganzen Missionen abgeschlossen. Ich gehe mal hier schnell rein. Ihr seht das hier alles weg. Oh, ich kann die Beinpressmission noch abgeben. Ist das, darf ich? Korrekt, ja. Die sind auch alle weg, ne? Ich habe eben schon den Verkauf Ballen gesehen. Ja. Nochmal knappe 40. Knappe 40 Riesen nochmal mehr. Sehr geil. Dann baue ich einmal die Kuhweide. Die für 800, ne? Ja. Ja, bitte. Jetzt fehlt mir gerade. Warte. Wer sucht Arbeit? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ich. Es steht ein Ladewagen am Händler. Feld 11. Kann man denn so einfach ziehen mit unseren Schleppern? Ja, ne? Der braucht 150 PS, also. Okay. Brauchst was Stärkeres, aber nicht was Überleistungsmäßiges. So. Ja. Bin mir noch nicht ganz sicher. Können wir das Gras, das wir im Silo haben, mal ins Fahrsilo verkaufen, zur Silage vergären? Ich hoffe, das passt so. Ja, klar, könnt ihr machen. Warte, wir hatten das hier, ne? Warum das Gras nicht mehr? Ach, das stimmt, das hatten wir eingelagert, das Gras, weil das die falsche Ballengröße war. Genau. Das müsste ausgelagert werden und gewickelt werden, wenn wir einen Wickler hätten. Oder müssen wir ein Fahrsilo fahren, ja. Ja, Fahrsilo haben wir doch. Das ist ja nicht das Problem. Ja, können wir da Ballen reinfahren? Dann nee, kann einfach du kannst, achso, Moment, du kannst das, wie kann ich das nur als Ballen ausladen? Du kannst es nur als Ballen ausladen, das heißt, ich fahre quasi die Ballen einfach rüber ans Hofsilo und wir kaufen das aus dem Hofsilo da raus und fahren ins Fahrsilo. Geht das? Also wir machen von Silo in Silo in Silo, damit wir dann da loses Gras rauskriegen. Ja, das klingt ein bisschen so. Das klingt richtig nach Flussplan. Soll ich direkt ein Güllebecken setzen und alles? Nein, eigentlich brauchst du kein Güllebecken, aber einen Misthaufen, bitte. Misthaufen. Warte, Aufbau? Nein. Doch, ist doch, egal. Doch, der Moment, der nennt beide. Sich, glaube ich, der nennt sich nur Aufbau, oder? Er ist bei den Erweiterungen mit drin, es funktioniert aber mittlerweile beide. Giants hat es kacke bezeichnet und dann irgendwie gepatcht, dass jetzt beide gehen. Ja, wie so, ne? Damit man vernünftig reinfahren kann. Haben wir noch, Flo, du bist da gerade am Dings, ne? Ja, ich würde sagen, dass man hier am Güllebecken Gülle laden kann und quasi hier einmal drumherum. Ja. Und dann mit dem Anhänger, so ich sag mal ungefähr auf der Höhe hier, dann den Mistträger mitnimmt und Mist laden kann, oder? Ja, genau quasi von dir aus rechts hätte ich das gebaut. Ja, gehabt. Genau, perfekt. Braucht unser Pferdestall nicht auch einen Mistträger? So. Wer da erzeugen kann, Mist, glaube ich. Ja, du kannst, Stroh. Wenn du das möchtest, kannst du ein Güllebecken dahinter setzen, dass man quasi. Aber sie kriegen doch Stroh. Im Kreis um das Güllebecken drum fährt. Da wird doch Stroh eingestreut bei denen. Aber das muss ja nicht sein, weil der Stall puffert ja auch schon sehr viel Gülle. Ja, das könnte eng werden. Warte mal, was muss ich drücken? Freier Modus. Also ich könnte es setzen, wenn du möchtest. Wir warten erstmal, ob wir es brauchen, oder? Ja, das würde ich auch sagen, weil das Problem ist, dann musst du halt eine etwas andere Kurve fahren, als du eben quasi gezeigt hast, um dann zum Mistpunkt zu kommen. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Ich würde dann nur mal ganz vorsichtig so ein bisschen malen.
Das Schöne ist, du brauchst den Mist ja nicht schaufeln. Nee, warte, das ist... Passt. Ja, das stimmt. Man fährst daneben, Manni, drückst R haben? Und fertig. Stellen erstmal ab. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Uwe, darf ich uns die erste Tiergruppe kaufen? Haben wir jetzt schon jemand Stroh? Jetzt Nö. Ist die Sache. Ich wollte jetzt Stroh sammeln. Ah, okay. Okay. Dann könnte sich der nächste einen Mulcher schnappen und Stoppelsturz auf dem Feld hier schon mal machen. Oder einer könnte Pferde reiten. Oh, Pferde reiten würde ich zur Not gleich machen. Meiner kann Pferde reiten. Ich hab da Angst vor. Warum? Dann schnapp dir einen Mulcher, Astra. Ganz easy, oh, Astra. Da kann nichts schief gehen. Ja, ja. Das war die Frage zu den Tieren. Wir hatten ja eben ganz kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass im Gebrauchtwagen-Shop noch ein potenzielles Gerät für uns wäre. Wenn wir jetzt noch Tiere gerade dazu kaufen, könnte das mit unserem Budget eng werden. Nein, das reicht. Echt? Wenn wir eine Gruppe Tiere kaufen, reicht das. Okay, ja, dann... Aber brauchen wir das potenzielle Gerät wirklich? Das ist ja dann zu heftig und zu schnell und zu groß. Ja, aber es macht doch Sinn, jetzt natürlich zu wachsen, wenn es im Angebot ist, oder? Weiß nicht. Mehrheitsentscheid, würde ich sagen. Ja, ich bin da halt auch nicht sicher. Das sagt gerne was. Also, wir können ja ganz kurz in den Gebrauchtwagen-Shop gucken. Der 7R mit 305 PS wäre halt drin für 50%. Ist schon geil, ne? Ja, aber haben wir uns vorhin nicht im Kreis gedreht, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht sofort schnell riesig groß, sondern langsam wachsen, gemütlich wachsen und jetzt reden wir darüber, ob wir uns gebraucht, nur weil günstig, ja, dann mach, 7R ist okay. Das kann, ich kann damit leben, dann ist die Antwort nein. Kann ich mit umgehen. Weil irgendwie drehen wir uns immer so, wie es uns gerade passt. Das und ist grundsätzlich immer cool, richtig. Eine Linie zu fahren. Ja, dann kaufen und, wir ihn nicht. Wir sind nicht gleich das Endgame zu haben wieder. Wir sind konsequent und kaufen ihn nicht. Bin ich bei dir. Hast du recht. Aber wir können ja nicht Montag sagen Hü und Mittwoch sagen wir Hot und Freitag sagen wir Spiel ist vorbei. Toledo, wo muss ich hinkommen? Zur 11 bitte. Zur 11. Dann gebe ich noch ein bisschen Geld kurz fürs Landschaftstool aus, wenn's genehm ist. Ja, ja. Ja, alles gut. Das ist jetzt allerdings tricky. Micha, du hast doch was stehen lassen. Ja, ich hatte VCA am Anfang. VCA, ja, hier auf der Bahn. Ich hatte oben VCA und habe da jetzt unten angepasst. Also, hey. Deswegen am Anfang war ich minimal zu hoch. Ah, passt schon. Alles gut. Ich finde Hofbau echt beruhigend, ne? Ich weiß, ich sag da immer wenig bei, aber... Deswegen ist es ja beruhigend. Ja, genau, deswegen ist es beruhigend. Ich sitze jetzt hier gefühlt mit gespitzter Zunge, damit das hier schön wird. Ich stelle mir das bildlich sehr gut vor. Lieber Micha, wie viel Arbeitsbreite hast du? 6 Meter. Sechs. Du stellst es vor, ich kann 10, ich habe Uwes Uwes Cam gehackt. Warte, ich guck kurz hin. Hallo. Warte, welchen? Was für eine Geste mache ich wohl gerade? Ich glaube, er zeigt dir den Mittelfinger. Nein, das würde ich niemals tun. Ach, die Kusshand war das. Die Kusshand. Das könnte man so sagen. Sag mal, Flo, ich bin nach deinen Reifenspuren gefahren, ne? Die sind krumm und schief gewesen. Schäm dich. Nö. Okay. Gute Antwort, nö. Alles klar, Olga? Ja. Komm, dann machen wir das hier auch noch neu. Kommt Astra jetzt mit dem Mulcher? Oder wollen wir das Feld vorher noch irgendwie weiter bearbeiten?
Hauptbauthema düngen oder so. So, guck mal. Das sieht doch mal gar nicht düngen, schlecht bevor aus. Bevor wir es kruppern oder... Ja, stimmt eigentlich. Mal. Eigentlich können wir es direkt mulchen, dass wir einen Stoppelsturz haben. Genau. Kommt jemand, oder? Ich bin hier noch bei den Kühen. Falls es jemanden interessiert. Wenn ich Mulcher finde, würde ich noch kein Heuer nehmen. Wer hat den Mulcher geklaut? Das Ding, das Heck, glaubt, das könnte sein, dass hinten an meinem Traktor dran hängt noch. Ich muss mal drüben bei den Traktoren gucken. Ich meine, der hängt hinten bei mir am Steier dran. Mulcher? Dieses Knoche Speedmax 560, das große rote Ding da. Genau, das rote Ding mit den Rollen hinten dran. What? Das sieht aus wie eine rote Walze. Hab ihn gefunden. Geht alles rot. Ja, Knoche Speedmax 560. Ja, ja genau. Ich habe ihn gefunden, wie gesagt. Ist das der bei mir dran hängt? Nein. Okay. Ich wusste, was am Steuer dran hängt. Was Rotes. Ja, deswegen. Es war auch rot. Alles rot. So. Seid ihr zufrieden? Bestimmt, ne? Keine Ahnung, ich seh's nicht. Naja. Ich denke aber. Hoppala, ich hab da so viel Vertrauen. Ich weiß ja nicht. War nicht immer, aber zwischendurch mal. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ansonsten. Okay. Aber nur, weil ich versehentlich Pflanzen in die Straße gesetzt habe, ne? Das ist doch schön, ein paar Blümchen in der Straße. Es war ein bisschen... Uwe sieht doch immer komisch aus. Was? Du hast dir Mühe gegeben, Uwe. Ja, eben. In Rahmen seiner Möglichkeiten hat er alles gegeben. Er war stets bemüht. So ist es. Der Stroh untermulchen oder was? Nee, das Stroh nicht, aber Holger fährt ja schon außen rum und sammelt ein. Bin schon dabei. Hätte mir auch Zeit lassen können, weil noch kann ich nicht anfangen. Warum? Du kannst doch außen rumfahren? Ja, ich weiß, ich glaube, der Mulcher ist das breiter. Ding so breit. Das ist über 6 Meter breit, glaube ich. Sorry. Ich werd hier gestupst. Wo kommt Stroh zuerst hin? In den Stall, bitte. Ja. Einstreuen, den Rest ins Lager, oder? Ja. Also direkt rein vorne in den Stall. Ja, jo. Pferdestall und Kuhstall. Komm ich da durch mit unserem Ladewagen? Ne, dann? Ja, du musst aufpassen, ich komme jetzt erst noch raus. Angusrinder hat er geholt. Ja, eine Fleischrasse, weil alles andere bringt uns ja nichts. Die sind auch schön fett. Milch bringt nichts. Angus Beef Patties. Ja, für Milch bräuchte man ja Mischration und die haben wir ja aktuell nicht. Ein Burger mit Angus Beef hätte was? Hallo. Was ist das? Ich glaube, da hat jemand Hunger. Hast du wieder Bock auf den Burger? Erst kratzt er hier seinen Eisbecher aus und teilt nicht mit uns. No. Lo, was sagst du? Bist du zufrieden so? Ich finde, du hast es gut gemacht, Uwe. Ich glaube, ich bin voll, Micha. Okay. Denke, das kann man erstmal so lassen. Ne? Wir müssen, glaube ich, hinten den Mistweg nochmal neu machen, aber erstmal. Wow. Die stand da im Anhänger. Erstmal nicht für den Moment. So, was darf ich denn jetzt tun? Ich meine, eine sehr wichtige... passt schon 15 Minuten. Was habe ich denn diese Folge gemacht? Die Stallbau. Ja. Passt da nicht rein. Ja, ich sag ja. Du musst außen rumfahren und völlig, rückwärts dran stoßen. Beruhigend. Von der hinteren Seite, da wo Manni steht. Ja, genau. Aber ich hätte dann direkt nochmal eine Frage, bevor wir fertig sind, an die Zuschauer. Liebe Leute, ihr könnt ja unser Start-Safe-Game findet ihr auf der teamchaos.tv Website. Schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr die Erweiterung quasi, ne, so wie es jetzt halt ist, ob ihr das auch haben wollt. Ich weiß nicht,
machen mit zwei verschiedenen Savegames oder nur eins, aber schreibt es mal rein, ob euch das interessiert. Darf ich kurz noch was dazu sagen? Bitte. Irgendwie war es, glaube ich, mal angedacht worden, das monatlich zu aktualisieren. Stand auf jeden Fall mal im Raum. Echt? Stand das im Raum? Das hast du dann in den Raum geschmissen. Nee, das irgendwo... Dann war das der Mike. Nein, ich höre das gerade auch zum ersten Mal. Ich meine, irgendwo wurde gesagt, man könnte das ja monatlich aktualisieren. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht sagen die Zuschauer ja auch. An. So nach dem Motto, Monatswechsel, einmal Savegame aktualisieren, Upload, fertig. Volker, bist du leer geworden? Entweder ja, wie Strom hast du da rein? So als Vorschlag halt. Guck mal, ich glaube, die Anzeige natürlich, also im 500. Zweifelsfall auch gerne das. Wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare. In den Pferdestall relativ viel. Dann verteile einfach einen Kuhstall, einen Pferdestall und dann wechsel ab. Ja, der so Holger Stroh hier, der kann alles voll bis zum Anschlag. Ich jetzt, wundere mich jetzt nur gerade, dass der Uwe doch mal bitte die Folge fertig machen. Was will denn Uwe machen? Ich bin völlig entspannt. Ich mal hier noch ein bisschen, ne? Bin hier in mein Element. Wenn ihr mich nicht lasst, dann optimiere ich Uwe, mach mal nach Zeit. Uwe, jetzt komm, deine Zeit. Gut, okay, also wie gesagt, schreibt unbedingt in die Kommentare. Safegame-Erweiterung im Monat sagt einfach jetzt und immer, wenn wir größere Meilensteine erreicht haben oder nicht. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mögt, geht's am Dienstag ab 20 Uhr weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Uwe, ganz kurz.